So, nun haben wir die Königin, die alte Königin, gefangen, gefunden. Nun geht es daran, aus diesen Mini-Plus-Beuten die neue Königin auf die Einweislung vorzubereiten und zu zeichnen natürlich, zu finden, zu zeichnen, abzufangen. Und zum Abfangen gab es schon mal viele Fragen. Es gibt da die Möglichkeit, dieses Abfangröhrchen zu nehmen, wird auf die Wabe aufgesetzt, wo die Königin ist, sie krabbelt hier rein und nach oben hin, ne? Und hier oben ist ein kleiner Stöpsel, den kann man verschließen und so kann die Königin hier rein und dann kann man sie in so ein Röhrchen hier reinlaufen lassen zum Beispiel. Benutze ich so gut wie nie. Die zweite Methode des Abfangs ist dieser Abfangclip, das ist eigentlich meine erste Wahl. Da können, wenn man Arbeiterinnen erwischt hat, die können dann hier aus den Seiten und hier unten herauskrabbeln. Das ist eigentlich meine erste Wahl. Viele benutzen auch hier die zwei Finger. Die zwei Finger habe ich auch lange Zeit praktiziert, ist die schnellste Methode. Wer sich das nicht traut, sollte das vorher an Drohnen üben. Die kann man wunderschön abfangen, die stechen auch nicht. Wobei, das Zeichnen und das Abfangen mit dem Finger habe ich vor circa 3 Jahren eine Reportage bzw. eine Studie gelesen, dass Weiseln, die mit den Fingern abgefangen wurden bzw. gezeichnet wurden, zu einer im Durchschnitt geringeren Leistung tendieren. Aus folgendem Grund, man drückt, wenn man es nicht haargenau ordentlich macht, auch manchmal den Hinterleib leicht mit an. Und da verkleben die vielen, einige, also die Königin hat ja mehrere Eileiter und da verkleben einige der äußeren Eileiter und demzufolge ist die Leistungsfähigkeit nicht so groß und wer da ein bisschen unsicher ist, deswegen meine auch erste Wahl seither immer der Abfangclip. Was brauche ich zum Zeichnen? Zum Zeichnen gibt es einmal dieses traditionelle Zeichenrohr. Hier wird die Weisel eingebracht oder hier, wie auch immer. Man kann es auch mit dem Rohr direkt abfangen, ne? Das ist die einfachste Methode. Da hat man hier so einen Korken drin, ne, dann fängt man die Weisel ab, sie läuft hinein. Stopp. Und dann kann man diesen Stempel nach vorne drücken, der ist mit Schaumgummi. Und hier vorne ist ein Netz, wo man ganz leicht andrücken kann und durch dieses Netz kann man dann die Weisel zeichnen. Das Problem hierbei, was ich immer gemerkt habe, die bewegt sich sehr stark die Weisel und wenn man mit Blättchen arbeitet, bleiben die manchmal kurz nach dem Zeichnen hier wieder hier oben dran kleben am Netz. Und da gibt es eine pfiffige Methode, ein neuartiges Zeichenrohr, wenn ich das mal so zeigen kann. Es ist konisch. Ich bringe die Weisel natürlich hier ein. Hier ist wieder Schaumgummi. Damit kann ich leicht andrücken und durch den Konus ist die Weisel hier oben immer zentral drin. Deswegen werden wir hier mit diesem Teil zeichnen. Was brauche ich noch zum Zeichnen? Natürlich, entweder hatte ich mir dieses Jahr auch neu geholt, einen Zeichenstift, dies ist die Farbe Grün. Ein Imkerkollege sagte aber, dass diese Farbe nicht so lange hält und ich muss dem recht geben. Ich habe das probiert und schon nach einem halben Jahr kann man sagen, ist die Farbe leicht ab. Deswegen ist das nicht mehr meine erste Wahl, sondern traditionell die Farben. So, dies ist die Farbe Grün dran. Dazu braucht man diesen Shell-Lack. Ich habe den in den Schaumgummi gepackt, damit mir das beim vielen Zeichnen dieses Röhrchen nicht wegrollen kann. Den öffnen wir jetzt. Den brauchen wir dann. Und dann machen wir das dann gleich auf. Haben wir das? Und dann braucht man so ein, oder gibt es verschiedene Arten, kann man sich auch selber bauen, so einen Stift, der hat 2 Seiten bei mir. Die eine Seite nehme ich zum Shell-Lack aufbringen auf die Weisel und die andere Seite nehme ich, um das Blättchen dann auf die Königin aufzubringen. Wird leicht befeuchtet. So haben wir das. Genau. Und dann, nachdem wir die Weisel gezeichnet haben, brauchen wir natürlich wieder zum Verstauen der Weisel so ein Röhrchen. Man kann auch, es gibt da verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Weisel. Ich habe diese Art Lockenwickel. So, jetzt suchen wir uns die Weisel raus. Das Schöne an diesen Mini-Plus-Beuten ist, dass ich hier drin wunderbar die Weiseln parken kann.
die sind vor über einem Monat begattet worden und sind seither in dieser Beute drin, was ich beim EWK, also beim Einwabenkasten, schlecht möglich ist. Die Einheiten sind dann einfach zu klein. Ihr seht, die sind auch schön ruhig. Das ist das Plättchen, wo ich schon die Ameisensäurebehandlung gemacht habe. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir die Weiße schnell finden. Ein Zug, und ich sehe immer so an der vorletzten Wabe bei denen, ist unsere Königin hier zu finden. Da ist sie, ne? So. Und jetzt fangen wir sie einfach raus. Am besten auch gleich mit dem Zeichenrohr. Mal sehen, ob wir es hinbekommen. Sie läuft immer hier durch. Sehr aufgeregt. So, jetzt ist sie hier drin mit noch zwei Bienchen. Die lassen wir raus. Ihr könnt sehen, hier sind noch die Weißel drin. Hier ist noch ein Bienchen drin. Das wollen wir auch mit rauslassen. Na komm. Denn das andere Bienchen wollen wir ja nicht schlecht. So. So, jetzt ist sie hier drin. Und jetzt, wenn ich das, so, das Teil machen wir dazu. So. Hier machen wir kurz zu. So, und jetzt fangen wir an zu zeichnen. Kommt mal mit näher ran, dass wir das alles zusammen sehen. Ja. Shellack. Hier habe ich dann die Farben. Eins davon mache ich raus. Grün. Das muss natürlich dann auf der richtigen Seite liegen. Na, so. Mein Stiftle. Und jetzt ist es dran. Mal sehen, ob ihr es sehen könnt, dass ihr das auch ordentlich sehen könnt. Jetzt quetsche ich sie hier ein bisschen ran, mal quetschen ist übertrieben. Ne? Sie kann noch ein bisschen hin und her laufen, die ist ein schlankes Mädel. So, eine Seite, Shellack, einbringen. Die andere Seite leicht mit Spucke, da kommt dann das Blättchen dran. Dann bringe ich Shellack auf die, noch mal ein bisschen mehr. Genau auf den Panzer, wenn möglich diese Flügel nicht verkleben, kurz mit Spucke die andere Seite anfeuchten und das Plättchen kommt genau hier oben drauf. So, und jetzt ist es schön gezeichnet. Das lasse ich sie kurz laufen. So, und somit ist sie gezeichnet und kann jetzt in den Zusitzkäfig einlaufen. Wenn man es im Freien macht, natürlich immer bitte aufpassen, dass die Königin uns nicht verloren geht. Am besten ist es immer im Raum zu zeichnen. So, jetzt ist sie da drin, wird verschlossen. So, und jetzt geht mal wieder ein Stück zurück. So, das Zeug kommt hier oben wieder zur Seite. Und bis zur weiteren Verarbeitung wird sie einfach wieder hier drin gezeichnet, erst einmal geparkt. So. Muss ich ein bisschen zur Seite drücken. So wird sie geparkt. Ein Tag später werden wir die Umweisung jetzt vornehmen. Als erstes hole ich die Königin, die wir gezeichnet haben, die Gute. Da ist sie, die Gute. Und die bekommt jetzt einen Zuckerteigverschluss. Das richtig schön hier oben drauf gemacht. Ja, so ein richtiger schöner Klumpen. Ne? So. Nun ist Folgendes passiert. Die Pflegebienen aus diesem Volk wissen ganz genau, wo ihre Königin jetzt ist und pflegen sie an dieser genau dieser selben Stelle.
Wir werden die neue Königin an dieselbe Stelle wie die alte Königin bringen. Und die Pflegebienen sind gleich in der Gegend um sie herum, werden auch die neue pflegen. Und mit dem Futter, was an diesem Futterteigverschluss, werden sich die Pheromone von der neuen Königin sofort in dem Volk verteilen, ohne dass es große Probleme gibt mit der Annahme. Also einfach öffnen. Und wir gucken mal rein. Ihr seht, da sind die Pflegebienen. Genau. Machen wir das mal ganz kurz. So. Ups. Da sind die Pflegebienen. Na, da hängen die Pflegebienen dran. Da hängen die Pflegebienen dran. Die nehmen wir raus. An dieselbe Stelle hier kommt die neue. Deckel zu. Den Deckel zu. So, und das war eigentlich schon die Umweisung. Jetzt braucht man ungefähr 10 Tage, braucht die Weisel ihre Ruhe, beziehungsweise das Volk ihre Ruhe, seine Ruhe, dass sie wieder stiften kann. Das alles, also man schaut jetzt 10 Tage nicht ins Volk, macht das Volk nicht auseinander. Es bleibt jetzt einfach 10 Tage in Ruhe gelassen. Und das ist die Methode, die ich seit Jahren mache, mit, man kann sagen, fast zu 100% Erfolg. Und probiert es einfach aus. Das ist die einfachste Methode des Umweiseln. Man braucht keinen Zwischenableger und pipapo, was andere so auch denken. Es ist für mich die Methode, wie ich schon immer das mache. Ja, und ich denke mal, ich hoffe, das hat euch gefallen, das Video. Und bis demnächst mal. Macht's gut. Ciao.